So Leute, weiter geht's in Let's Play Pokémon Feuerrot. Beim letzten der Top 4 bei Siegfried, dem Drachenprofi. Im letzten Part haben wir ganz schnell mal Agathe besiegt. Und ja, mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nicht gespeichert. Also mache ich das jetzt mal schnell. Und ja, Save State 10, damit ich nicht immer resetten muss, weil das dauert immer so lange. Oh ja, ich habe Kadabra vorne, das wollte ich auch. Ja, also los geht's. Ich habe bereits von dir gehört, FCBM. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, FCBM. Haha, ja, denkst du wohl. Aber gut. Schauen wir mal, was du drauf hast. So, fängt mit seinem Gyarados an. 56. Ich hoffe, wir haben Zeit zum Boosten. Wir schauen mal, was Einsatz ist. Wahrscheinlich Überstrahlen. Und er trifft natürlich. Wie viel ist ab? Die alles. Scheiße. Na, da habe ich natürlich nicht gerechnet. Und jetzt habe ich keinen anderen Plan mehr. Ja, außer Punch halt. Also, los geht's. Steinhagel. Ziemlich heftig ab. Das ist sehr gut. Plus, er muss sich wieder aufladen. Das heißt, wir können einen weiteren Steinhangel drauf haben und ihn hoffentlich besiegen. Yeah, man. Good job. So, damit hätten wir sein erstes Pokémon gerade schon mal besiegt. Und der Aerodactyl. Also, Aqua Jet. Let's go. Und ja, super. Er kommt mit Antikraft. Hex nicht gut. Weil mit einem Hex hätte er nämlich alle seine Statuswerte gesteigert. Das wäre etwas mies gewesen. Natürlich wieder ein KP kommen. Wieso überleben die immer mit einem KP? Scheiß. Fick das Aerodactyl. So, Hydropon betrifft und Aerodactyl ist locker besiegt, natürlich. So. Das wäre also Pokémon Nummer 2. Jetzt kommt Dragonier. Da rufen wir natürlich Dragonite. Und Butterball. Yeah, boom. So, noch ein Dragonier. So. Und jetzt kommt schließlich sein letztes und stärkstes Pokémon. Nämlich sein Dragoran. Level 60. Wir können auch einmal Wut Anfall einsetzen, dann sind wir verwirrt. Mal schauen, wie viel es hat jetzt. Okay. Er macht nur Bodyguard. Das ist gut, wir sind jetzt verwirrt, aber mit etwas Glück können wir ihn jetzt so down bekommen. Wenn wir treffen, bitte, bitte, bitte! Yeah, man! Und boom! So. Das war der kürzeste Kampf überhaupt. Stange reicht auf 57 und wir haben Siegfried besiegt. Ja, warte. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert. FCBM.
Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet sich. Er ist... Gary! Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Und ja, natürlich haben wir jetzt die Aufgabe, Gary zu besiegen. Und Champion zu werden. Und das erlebt ihr aber erst im nächsten Part, wo er sein mächtiges Mix-Team auseinandernehmen würde. Und ja, fängt mein Taubes an. Was soll ich einsetzen? Aqua Jet, Punch oder Psycho? Ich denke, ich setze mal Aqua Jet ein, weil Punch hat eine Schwäche gegen dieses Taubes, Psycho eine schlechte Verteidigung. Beziehungsweise Spezialverteidigung. Also, kommt Aqua Jet hier. Also Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part beim finalen Kampf gegen unseren Rivalen Gary. Also bis dahin, Leute, haut rein und ciao von mir.